Flossenbürg ist der Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers und Flossenbürg ist ein internationaler Erinnerungsort. Das merkt man an Tagen wie diesen, wo so viele ehemalige Häftlinge hierher kommen mit ihren Angehörigen, Urenkelinnen. Die sind fast immer verwirrt, weil vom ehemaligen Lager so wenig übrig ist. Es steht eine Wohnsiedlung drauf, es geht eine öffentliche Straße durch. Und auch vom ehemaligen Arrestbau, dem Todesort Dietrich Bonhoeffers, ist wenig vorhanden. Dass dieser kleine Restbau noch steht, ist der Initiative evangelischer Kreise zu verdanken, die sich in den 60er Jahren vehement gegen den Abbruch eingesetzt haben. Und insofern ist Flossenbürg auch ein evangelischer Erinnerungsort.